Hallo liebe Leute, und es geht weiter mit Dark Parables und dem Dornröschenfluch. Ja, wir sind hier zuletzt in den Raum reingekommen, deswegen soll ich hier anscheinend, eine Rosenscheibe finden mit Schirm. Ja, ich habe ja gesagt, wir brauchen Regenschirm. Die wird's wahrscheinlich sein. Kann ich auf dem Tisch nichts mitnehmen? So ein großer Tisch, nichts zum Mitnehmen? Na gut. Dieses Gemälde zeigt einen edlen Ritter. Die Leinwand ist in einem sehr guten Zustand. Ah ja. Ja gut, dann was ist hier? Tür ist abgeschlossen. Auf dem Messinggriff ist eine kleine Krone eingraviert. Was soll das mir jetzt sagen? Kronenschlüssel? Gehen wir da mal durch. Und legen einfach mal mit dem Rätsel los. Finde die beiden übereinstimmenden Teile mit Hilfe des oben gezeigten Hinweises. Es gibt vier Varianten. Ich sehe zwei Katzen. Das sind alles Katzen, aber ich soll die richtige finden. Welche ist es denn? Ich habe irgendwie noch keine gesehen, die so aussieht. Vielleicht die mit dem Band? Die mit dem Band? Nö. Da, die beiden. Die beiden waren's. So, jetzt zwei Kronen. Nö. Nö. Die hier könnte es vielleicht sein. Die beiden? Ja. Wie, und er ein Ritter mit wahrscheinlich Schwert und Schild, ne? Würde ich so sagen. Mit einer Schaufel. Hier ist immer das Schild. Da. A plus B gleich 15. Oh Gott, jetzt muss ich ja auch noch rechnen. Dann finde ich hier eine 6. Ist das dann egal, welche Zahl ich nehme? Hauptsache, es kommt 16 raus. Gibt es eine 7? Oder eine 1? Moment. Hatte ich nicht schon eine 9? Ja. Ja, ach so. Ne? Mag das überhaupt nicht, wenn ich rechnen muss. Ich mag das gar nicht. Es fehlen einige Bücher auf diesem Regal. Ich habe aber keine. Ich habe keine Bücher. Ist mit Unrat blockiert. Unrat? Okay, bei Unrat fällt mir eher was anderes ein. Aber nicht hier so ein Holzzeug. Na gut, wenn ihr meint. Die Inschrift besagt, unsere vereinten Kräfte werden den Fluch Dornröschens für die nächsten 1000 Jahre aufhalten. Jetzt die Puppe drauf. Hier habe ich ein Buch gefunden, das gehört da bestimmt hin, in das Regal. Der Zauberstab dieser Feenstatue fehlt und zu ihren Füßen liegen getrocknete Rosenblätter. Ich habe aber keinen. Die Statuen sehen beängstigend realistisch aus, sie scheinen mich geradezu anzublicken. Oh, tun sie wahrscheinlich auch, vielleicht sind die nur versteinert alle. Gut, dann packe ich das mal hier ins Regal. Aber es fehlt immer noch eins. Na gut. Wo auch immer ich das finde, ich werde jetzt erstmal rausgehen. Und die Dings einsetzen hier. Wo war denn das? Ups, ich wollte den Schirm. So, genau. Passt, wackelt und hat Luft. In dieser Aussparung gehört eine runde Scheibe. Welche denn? Sprüchlein, in diesem Behältnis ist eine unberührte Weiße... Nein! Wo ist der nächste Spruch? Ist das jetzt egal? Ach so. Da war doch immer ein Spruch. Ich zeige dir deine beste Seite. Ach so, jetzt kommt wieder ein Spruch. Ich habe aber leider keine mehr. Ja, ich habe leider keine... Dings mehr. Das geht nicht. Ihm fehlt noch ein Schild. Wo gehört denn die Puppenprinzessin hin? Merkwürdig. Hm.
Kann ich das hier irgendwie aufmachen? Tja. Wo soll ich denn jetzt hin? Oder kann ich hier irgendwas machen? Sie will ja ihren Zauberstab und nicht ein Messer. Das wäre ein bisschen komisch. Ich brauche einen Hinweis. Gibt es sowas hier? Oder mal in die Notizen gucken, muss ich auch mal beim Durchsuchen. Im Falle des Todes der Prinzessin hätte ihr Erbbild jedoch zum Gedenken in der Darstellung enthalten sein müssen. Vielleicht hatte der Geist recht und der schlafende Körper ist irgendwo im weitläufigen Schloss versteckt. Hä? Ja, das hatte ich ja schon. Also es fehlt das Bild im Buntglas. Aber wie soll ich das denn? Habe ich keine Ahnung. Hier kann ich auch nicht lang. Nee. Muss ich nochmal ganz zurück. Vielleicht doch mit dem Messer hier. Das da. Nee. Schmetterling. Was ist mit dieser komischen Flüssigkeit? Also Puppe ja wohl nicht, ne? Ich brauche einen Tipp. Aber ich... Ach, ich kann aber noch was inspizieren. Ach so. Ja, habe ich doch jetzt. Ach so, das soll ich inspizieren, deswegen. Ach, hier soll ich rein. Okay, dann ist klar, dass ich nicht weiterkam. Oh Mensch, das habe ich doch schon gemacht hier. Muss ich das eben nochmal machen? Rate wie immer. Ich gucke gar nicht. Jetzt fange ich erst an zu gucken. Und zwar suche ich diesen blauen Stein im Dunkeln. Das nicht. Wo ist denn dieses Schimmernde da? Nee, hä? Da. Oh, und dann diese matten Teile. Die finde ich hier gerade am schwierigsten. Da und da. Fehlt mir immer noch ein Stück. Da nicht. Ich nehme mir mal einen Hinweis. Ach, da oben an der Ecke, okay. Toll, ich habe jetzt so einen Kelch. Mhm. Kapitel 4, okay. Gut, sind wir in Kapitel 4. Weil ich jetzt den Holzkelch habe. Aber, ne? Mir fehlen immer noch diese Schilder hier und so. Ach, und ich habe eine neue Notiz. Endlich ist es mir gelungen, das Schloss zu betreten. Es scheint drei Eingänge zu geben, die jeweils in einen anderen Turm führen. Zwei scheinen jedoch im Moment nicht zugänglich zu sein. Die Geheimnisse, die in den Türmen verborgen sind, sollten mir weitere Einblicke in die Vorgänge gewähren. Hilft mir aber auch nicht so wirklich. Also ich meine, klar, ist toll zu wissen, aber ich weiß jetzt nicht so richtig, was ich mache. Da vielleicht reinstellen? Nicht? Setz die Puppe in die Dunkelheit, benutzt das Messer. Ich habe nichts anderes. Da wäre ein Schild gewesen. Ich weiß es nicht. Und das Wasser einfach mal... schöpfen, den Kelch hier hinstellen, auch nicht. Das Grab der Könige. Die will ich ja jetzt hier auch nicht kaputt machen gerade. Da fehlt uns immer noch der Kopf. Die ist verschmutzt. Immer noch. Ja. Schade, dass ich mir keinen Tipp holen kann, wo ich als nächstes hin soll. Ich laufe einfach mal wieder zurück. So. Hier vielleicht nochmal rein. Habe ich hier noch nicht alles gemacht? Ah. Aber kann ich den vielleicht hier irgendwo... Ah. Also fehlt mir nur noch ein dritter. Das war also der Kelch. Weil das ist ja das, mit dem Dornröschen die Tür ist abgeschlossen. Kann ich die mit dem Messer öffnen? Nee.
Die geht bestimmt auf, wenn ich den dritten Kelch habe. Okay, dann weiß ich schon mal, dass ich auch noch einen dritten Kelch brauche und wo ich ihn dann hinbringe. Auf der anderen Seite habe ich jetzt eine Puppe und ein Messer, mehr nicht. Und du willst einfach partout das nicht nehmen und er will ein Schild. Alle wollen irgendwas. Ach, hier soll ich aber wieder hin. Das ist ja mal gut zu wissen. Ja, das nicht. Okay, aber das da. Da hinten. Was denn noch? So, die ganz kleinen Schnipsel fehlen mir jetzt noch. Wie es scheint. Oh, das war gemein. Mal wieder so auf gut Glück. Dieses Schnipselding sieht aber so, als würde das hier irgendwo sein. Gleich friert die Maus ein, so oft wie ich hier klicke. Oder doch vielleicht da dran? Ach, ich nehme mal. Nee, den habe ich nicht gesehen. Das war der hier. Aber da fehlt mir immer noch der. Menno. Menno, wo ist er? Ich suche. Hinweis lädt immer noch. Ich kann nicht drücken. Ich kann nur suchen. Und ich finde es nicht. Es will sich mir nicht offenbaren, meinem Auge. Ich habe hier die ganze Zeit eine Fliege rumfliegen und die nervt mich richtig. Fliegt mir auch immer vor dem Bildschirm. Ist nervig, wenn das so warm ist im Sommer, dann kommen bei mir immer die Fliegen. Das ist doof. Ja. Ich weiß es nicht. Ach, da soll der gewesen. Nee, den habe ich überhaupt nicht gesehen. Na, endlich habe ich ihn. Toll, jetzt habe ich das zweite Buch. Das kann ich natürlich jetzt ins Regal stellen. Hier rein. Tada, und jetzt hat sich eine Tür geöffnet. Oh, dahinter. Ach, das sieht ja cool hier aus. Alles so total alt und verwuchert, so richtig geheimnisvoll. Das kann ich doch jetzt bestimmt lösen. Ach toll, jetzt habe ich endlich das Schild. Kapitel 5. Ich kann den Spindelraum sehen, doch die spitzen Dornenranken verwehren mir den Zugang. Ich habe einen Raum, ja, das hatte ich doch schon, oder? Nee, ich habe einen Raum voller Statuen gefunden, die den Feen nachempfunden zu sein scheinen. Den Hinweisen nach zu urteilen, scheint diese heilige Stätte der Prinzessin Schutz zu gewähren. Alle Indizien deuten darauf hin, dass Dornröschen tatsächlich irgendwo im Schloss verborgen ist. Aber warum kommen immer die Hinweise, wenn wir da schon längst waren? Naja, gut. Ich werde mal dem Typen sein Schild bringen. Ganz viele Wimmelbilder, die hier gerade schon sind. Nee, hier auch nicht. Ach, hier gibt's ja noch viel zu wimmeln. Wo war der denn? Ich glaube, ich laufe völlig falsch hier gerade. Bin viel zu weit. Zurückgelaufen. Ja gut, dann wimmeln wir mal hier los. Wenn wir schon dabei sind. Wenn ich schon hier gerade auf dem Weg laufe. So, was fehlt mir jetzt noch? Diese beiden Teile. Das da oben. Ja. Ach, das war's schon. Super, jetzt habe ich hier diesen Holzklotz. Den kann ich bestimmt in diese dunkle Ecke packen. Hier ist der Mann mit dem Schild, der Ritter. Ah, und jetzt kann ich da durchgehen. Das ist ja interessant. Beiden Rittern auf dem Wandgemälde fehlt die Waffe. Aha, okay. Gehen wir mal nach oben. Ah, hier war ich auch noch nicht. Ja, wieder so diese Teile. Die springen einem ja schon ins Auge. Also, das, alles, was halt so ein bisschen
zu viel aussieht immer an einer Stelle. Das geht ja meistens so, was so überflüssig drüber gestülpt ist irgendwie. Dann sieht man das. Was fehlt jetzt noch? Das blaue Ding. Da hinten noch was? Das vielleicht? Nein. So ein weißes Ding hier, das und das. Nee, das nicht. Was ist denn? Das hat hier so was Bläuliches, aber. Irgendwas Bläuliches? Ist es matt? Ist es klein? Ist es in der Ecke? Wo ist es denn? Im Bild vielleicht? Nehme ich mir wieder einen Hinweis. Oh, das war aber ganz, ganz klein hier in der Ecke. Ach, das war fies. Na gut. Das ist schon mal eine Waffe. Die können wir sicherlich dem einen Typen dann wiedergeben. An der Puppenbühne befindet sich eine Inschrift. Die Prinzessin, der Prinz und das Pferd. Hier ist schon mal die Prinzessin. Da haben wir sie endlich weggebracht. Die Puppe, weiß ich endlich mal wohin damit. Und, oh, diese Fliege. Auf dieser Tür ist ein Trank eingraviert. In dieser Aussparung gehört anscheinend eine Art rundes Emblem. Mhm. Ja, das kriegen sie sicherlich noch hin. Und da auch. Sonst ist hier nichts? Ach so. Nichts zum Mitnehmen und so. Nö. Nö. Ist aber schön hier mit dem Klavier und den Büchern. So. Du hast schon mal dein Schwert und du kriegst dann später noch deine Axt. Wir gehen jetzt erstmal zurück zu dieser Dings hier. Genau. Der Kopf der hölzernen Eule fehlt noch. Ach so, das soll eine Eule werden. Daraus bin ich jetzt auch erstmal noch nicht so schlau geworden. Und da ist noch ein Wimmelbild. Mit wieder 10.000 Teilen, die wir suchen sollen. Obwohl es aber so schnell geht, wie ich finde, hat es aber doch auch was Schönes, dieses Spiel. Also es ist jetzt nicht irgendwie todlangweilig. Also es hat seinen Reiz und es hat so ein bisschen seine geheimnisvollen Seiten, finde ich. Und das finde ich auch sehr schön. Und man kann ja auch mal was spielen, was nicht so ellenlang ist. Also es gibt ja genug Let's Plays, die ich mache, die auch sehr viele Parts benötigen. Dann finde ich das auch mal ganz schön, so eine kurze Geschichte zu machen. Trotzdem fehlt mir jetzt dieses kleine dunkle Teil. Das ist bestimmt wieder nur so eine Ecke, die ich wieder übersehe. Jetzt gucke ich da mal ganz bewusst drauf. Nee, das war da oben. Und da oben an meinem Monitor ist meine Webcam. Die ich für meine Facecam halt. Und die hing genau über diesem Teil. Das war jetzt fies. Musste ich so drunter hinweg gucken. So, der letzte Kelch. Das ist ja schön, dass ich den auch hier jetzt gefunden habe. Und das letzte Rätsel. Bewege die farbigen Kugeln, bis sie sich auf den entsprechenden Feldern befinden. Ach ja, das kennen wir ja schon. Ja. Das wird so aber nicht funktionieren. Das sehe ich jetzt schon. Obwohl, dann ist die zumindest schon mal hier weg. Grüne kriege ich schon mal rein. Tja, nicht so einfach. Geh mal ganz bewusst gerade hier lang, weil die andere schon. Nee, das klappt nicht. Das ist ja gemein. Doch, das ist gar nicht gemein, das ist ja voll einfach. Das ging ja. Ich habe diesen Stein rechts gar nicht beachtet gehabt, dass sie da dann stehen bleibt. Ach, naja, gut. Haben wir das auch geschafft. Eine widerliche große Spinne. Nee, dann beende ich jetzt mal den Part. Nein, ich beende den Part nicht wegen der Spinne, sondern weil es spannend weitergehen soll und weil der sonst zu lang wird, der Part. Und vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Dornröschen-Part. Tschüss.